Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von leimanlokal.de, ich begrüße Sie sehr herzlich auch am ersten Fastensonntag. Sie sehen, ich habe auch ein lilanes Hemd an, also eine gewisse Bußzeit der katholischen Kirche, die Sie hier auch nach außen vertreten. Sie haben wahrscheinlich auch am Aschermittwoch eine Kirche besucht oder auch nicht. Sie haben wahrscheinlich auch das erlebt, dass Menschen, ganz besonders in der katholischen Kirche, die Asche auf dem Stirn oder auf dem Kopf gelegt bekommen haben. Sie haben wahrscheinlich auch daran teilgenommen oder vielleicht auch nachgedacht. Die Fastenzeit ist eine besondere Zeit. Die Fastenzeit nennen wir in der Kirche als österliche Bußzeit. An jedem Fastensonntag hören wir einen Text aus der Bibel, ganz besonders aus dem Evangelium, wo Jesus versucht wurde. Es geht um die Versuchung oder Versuchungen Jesu. Dieses Jahr haben wir den Text aus dem Markus-Evangelium. Markus macht alles etwas knapp oder knapper als Matthäus und Lukas. Auch in diesem Text lesen wir, dass Jesus versucht wurde und er hat bestanden von den Versuchungen des Teufels. Und die wilden Tiere kamen zu ihm und die Engel dienten ihm. Ganz einfacher Satz. Was könnte uns für diese Fastenzeit mitgeben? Es geht eigentlich darum, dass Menschen versucht werden. Wer hat keine Versuchung? Sie und ich haben tagtäglich mit den Versuchungen zu tun. Wir kämpfen mit Lüsten, mit verschiedenen Wünschen, die erreichbar sind, die machbar sind, aber auch mit denen, die wir nicht tun können, aber irgendwie versuchen wir zu haben, zu sein. Und das ist gerade die Versuchung eines jeden Menschen. Von einem Kind bis zum Erwachsenen, bis zum alten Menschen, von den Kranken zu den Gesunden, von dem Bettler bis zu einem Präsidenten gibt es Versuchungen. Die Versuchung folgt uns das ganze Leben lang. Wir werden immer wieder versucht. Es gibt Menschen, die wirklich an einen oder anderen Versuche Erfolg haben, manche andere gehen doch weiter und weiter. Sie versuchen vielleicht immer wieder Gründe zu finden, warum sie gerade zu dieser Versuchung ja oder zugesagt haben. Das Evangelium von Markus schenkt uns eine klare Idee oder eine gute Botschaft. Jesus als Mensch hat auch die Versuchungen vom Teufel oder vom Bösen. Wie geht er damit um? Er besiegt. Er ist ein Mensch, der nicht gesündigt hatte, sagte die Bibel. Für Jesus war die Versuchung normal, aber er siegt und besiegt. Und was geschieht da, als Jesus die Versuchungen besiegt hatte, kommen die wilden Tiere und die Engel. Das ist ein Bild, dass mit Jesus das Paradies wiederkommt. Wie wir wissen, dass der Anfang des Bibels berichtet, dass die Menschen das Paradies verloren hatten, die wilden Tiere. Die, der ja den
den Garten Eden und verschiedene Sachen. Und wenn Jesus gegen die Versuchungen steht und wenn er siegt und besiegt, dann bekommt er das Paradies wieder. Die wilden Tiere kommen zu ihm, die Engel kommen zu ihm, also da ist eine neue Welt. Psychologisch sagen wir auch, wenn wir eine Versuchung bestanden haben, dann geht es uns viel besser. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben noch Zeit, wir dürfen noch aufstehen, wir dürfen noch gegen die Versuchung kämpfen. Aber zuerst müssen wir wissen, was ist eigentlich eine Versuchung? Wie gehe ich denn damit um? Wie macht diese Versuchung mich klein? Wie kann ich überhaupt als freier Mensch leben? Gibt es überhaupt Barriere, Hindernisse, dass ich nicht mehr wachsen kann? Ich wünsche Ihnen und mir eine besinnliche Bußzeit, Fastenzeit, wo wir wirklich merken, dass wir für die Freiheit erschaffen worden sind.